Moin, es ist Mittwochmorgen und gleich gehen die Server down. Fürs neue Update, der Schnee wird weg sein. Sehr schade, aber es gibt noch einen neuen Schneesturm. Und ich bin richtig gespannt, ob ich eventuell mein Outfit vervollständigen kann. Also, das wäre natürlich mega. Ich bin gespannt. Keine Ahnung, aber ich werde jetzt nochmal den Schneesturm ein letztes Mal machen. Und ja, lasst uns mal ein bisschen über das Fazit von dem Winter-Event quatschen. Was hat mir gut gefallen? Was hat mir nicht so gut gefallen? Auf jeden Fall sind heute Mittwochmorgen einige da, die noch sich auch die Spieler-XP hier abholen wollen. Und da bin ich beim ersten Punkt. Spieler-XP gab es auch bei diesem Event wieder ordentlich. Jedes Mal beim Schneesturm, für jede Quest, die man hier macht, hat man 20 Spieler-XP bekommen. Das heißt, wenn man Star Rider ist und morgens und abends diesen Schneesturm macht, dann hat man 80 Spieler-XP am Tag bekommen. Das ist natürlich Wahnsinn. Richtig gut. Zusätzlich gab es ja noch die Quest dann, ich glaube, in der dritten Woche, dass man die kleinen Polarfüchse retten kann. Und dafür gab es auch jeden Tag 5 Spieler-XP. Also hier hat SSO wieder ordentlich rausgehauen. Beim Halloween-Event war das ja auch schon so, dass es sehr, sehr viele Spieler-XP gab. Was ja auch für mich ein Vorteil war, weil ich dann endlich auf Level 21 gekommen bin. Das hat ein Jahr gedauert. Und jetzt bin ich schon auf der Hälfte zu 22. Wahnsinn. Das hat mich sehr gefreut, muss ich sagen. Ich fand auch diese Wirbelsturm-Quest schön. Also ich habe die gerne gemacht. Tiere zu suchen, klar, irgendwann hatte man einfach die Orte und auch wo die Menschen eingeschlossen sind. Man wusste dann schon, wo man reiten musste. Man hat nicht viel suchen müssen. Ich fand nur die Zeiten einfach nur doof. 8 bis 10 Uhr morgens, das ist richtig dumm. Wieso kann man das nicht von 6 bis 9 Uhr machen? Dann hätte man vielleicht vor der Schule und vor der Arbeit eher Zeit, das zu machen. Und auch abends lieber um 18 Uhr anfangen und bis 21 Uhr. Dann die vielleicht länger arbeiten oder noch nach der Arbeit oder nach Schule sich mit Freunden treffen, hätten dann auch noch eine Chance gehabt, diese Schneestürme regelmäßiger zu machen. Also die Zeiten waren echt doof gewählt, nicht spielerfreundlich, muss ich sagen. Aber die Idee vom Schneesturm an sich fand ich ganz gut. Ja, was fand ich noch gut? Natürlich der Schnee, ganz klar. Also das war mein absolutes Highlight hier, dass einfach überall die Welt in Zucker gebadet ist. Also die Bäume so schön beschneit, der Schnee, auch Tiefschnee, dass wir Tiefschnee hatten. Richtig gut. Also das war mein absolutes Highlight tatsächlich vom Winter. Weil, ja, das Winter-Event selber war wenig Neues. Also bis auf das neue Rennen mit den Polarfüchsen. Also Rennen kann man es ja nicht nennen, aber diese kleine Mini-Quest. Gab es ja alles schon, auch im letzten Jahr. Da war also nicht viel Neues dabei. Dass man zu Silvester wieder Feuerwerk machen kann und der Tanzboden kam. Das ist ja auch jedes Jahr gleich in den letzten 2 Jahren, seit ich SSO spiele. Da ist jetzt wenig dazu gekommen, aber der Schnee hat eben alles rausgerissen. Ich glaube, ich wäre tatsächlich enttäuscht gewesen, wenn es nur das Winterdorf, so wie es jetzt war, gegeben hätte. Aber so mit dem Schnee war es ein voller Erfolg in meinen Augen. Und ja, die 2 Winterpferde sind auch süß geworden. Der Easy, den ich gerade reite, ist ja eines der Winterpferde. Und das Einhorn,
Das war natürlich auch mein Highlight. Ich habe mir gestern im Stream nochmal die Schneeeule dazu gehört, also die magische Eule, die weiße Eule zum Einhorn, weil die ja auch so schön glitzert und ich mir gedacht habe, ach, bevor das wieder weg ist für ein Jahr, hole ich mir die auch noch. Okay, jetzt bin ich richtig gespannt. Ich bin wirklich total gespannt, ob ich jetzt noch das Outfit vervollständigt bekomme. Wo ist meine Maus? Hier sind so viele Leute, ich kann den Rowan gar nicht richtig anklicken. So, und... No! Was ist hier los? Wieso nicht? Hä? Ach, schade. Das finde ich traurig. Also, ich habe das gesamte Outfit bis auf Sattel und Trense. Ich hätte schwören können, ich krieg die heute noch. Ich habe jeden Tag diesen Schneesturm gemacht. Bis auf... An drei Tagen. Da konnte ich einfach nicht. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr... das vollständige Outfit hat, ob irgendwer einen Sattel und eine Trense bekommen hat. Vielleicht war auch gar nicht geplant, dass man die dazu kriegt. Aber irgendwie hätte das noch ganz gut gepasst, finde ich. Das ist ein bisschen schade, dass man das nicht vollständig bekommen hat. Traurig, traurig, traurig. Ja, aber genau, meine Highlights, definitiv der Schnee. Definitiv das Beste vom diesjährigen Winter-Event. Dieser tolle Tiefschnee, dass man hier so Spuren in den Schnee laufen kann. Auch die Haustierspuren machen, die anderen Reiterspuren machen. Das ist wirklich sehr, sehr realistisch. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure Highlights waren, was ihr gut fandet, was ihr vielleicht auch doof fandet. Und dann... verabschiede ich mich aus dem Schnee, mein letztes Schneevideo, und wir sehen uns dann wieder in der grünen Welt von Star Stable zum nächsten Video oder Stream. Bis dann, ich freue mich, eure Leia.